Hallo Freunde von World of Warships, heute seht ihr eine brutale Division aus früheren Zeiten, als im Smoke noch 2 Kilometer Aufdeckungsreichweite war und ich wie jetzt schiffsabhängig. Viel Spaß. Der Überheit hier, wenn es bei mir um nichts drum geht. Oh, es ist so schön. Aber Flugzeugträger. Das erste Schiff vom Gegner gefällt mir gar nicht. Das hast du lange nicht gesehen. So schön. So schön. Ja, hi dir. Gute Herren, wollen wir zu B oder zu C? Was, Captain? Hallo? Achso, du bist in DD. Ich hätte gesagt, Chan. Ich kann dich unterstützen bei B oder C, wie du willst. Ich würde C fahren, Hadrian. Weißt du, hier oder hier? Ja, rechts, Hadrian. Immer rechts, als Deutscher immer rechts, das weißt du doch. Nee, weil, wie schon vorher gesagt, bei C, wir haben Radar, oder? Was hast denn du? 8 Kilometer? Ja. 8,5. Da müssen wir uns so positionieren, dass wir in, also dass wir den gesamten Cap reinkriegen. Und dann kommt der DD, der da reinfahren möchte, nirgendwo mehr hin. Dafür wäre es aber natürlich geil, Hadrian, wenn du nicht sofort in den Cap reinfahren würdest, sondern ein kleines bisschen verzögerst. Also sobald da zum Beispiel ein DD drin ist, kannst du auch reinschluppern oder so. Rein und werde den DD raustorben und dann nebeln und im Nebel dann stehen bleiben und warten. Oder so, warum nicht auf eine Taktik scheißen und einfach reinfahren und versuchen mit Tiefseetorpedos einen DD rauszutorben? Gut lang. Warum nicht so, ja? Ja, wieso? Das habe ich schon so oft gesehen, das kann gar nicht falsch sein. Das muss funktionieren. Ja gut, das geht. Ich habe auch schon mal mit Tiefsee. Zuerst, aber Flugzeugträger, das ist immer die Scheiße. Der ja, deckt einen dann ist, auf. Ist ein Premium. Ja, oh, das ist gut. Weißt du, F3 da, das da. Ja, und ich bin schon mal offen. Ja, ich auch. Flugzeuge. Okay, dann Anti-Air, Rambazamba. Ja, wir müssen. Hast du den Cap drin? Noch nicht wahrscheinlich, ja? Noch nicht ganz, Dreiviertel. Oh. Bitte lass niemanden auf uns schießen. Ich fühle mich voll unwohl. Ja, ich drehe auch ein bisschen. Ja, ich war gerade. Jetzt bin ich zu. Ja, das ist. Nicht die Schokoladenseite zeigen. So, jetzt habe ich fast ganz B, C drin. Jetzt bin ich offen. Da wird ein DD reinkommen in DS5. Würde ich behaupten, muss nicht sein, würde ich aber behaupten. Und ich werde angezählt. Boah, ein Smoke war schon geil. Moment. Ja. Jetzt habe ich C drin. Sehr gut. Jetzt haben wir nur noch ein DD. Oh, sexy! Oh ja, vielen Dank. Hydro läuft, da hinten ist eine Fidschi. Sehr gut. Radar erst, wenn notwendig. Wenn dein Hydro aus ist, gib mir Bescheid. Da ist er. Da ist er. Eine Akatsuki. Fährt rückwärts. Ja, aber du hast zu früh Radar gemacht, oder? Nee, ich hab noch gar kein Radar. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Oh ja. Aber mein Getriebe ist schon mal kaputt. Oh, jetzt könntest du Radar anmachen. Ist was drin? Oh ja. Fidschi. Ja, aber hat gebremst. Ja, hat sich genebelt. Da ist er. Der ist raus quasi im Radarbereich. Der ist genau hinter dem Radarbereich. Warum hast du jetzt angemacht? Ist ja kein DD drin. Da kommen die Tops. Für Hadrian habe ich es angemacht. Oh, war, Tops, Tops, Tops. Knapp in Range. Oh Mist, da kommen ein paar Tops. Ausgefahren. Gib Gas, Belfast. Ich hab ja schon Platz gemacht, alles gut. Hab ich eigentlich. Ein Flugzeug wäre noch geil, ne? Aber ein DD, Flugzeug, das ja. Torps hätte ich auch gern. Ja. Oh, ich höre Trommeln, da ist, kommt irgendwas. Da hinten ist eine Miyoko. Raus mit der. Und die Pensa ist auch noch da. Da ist der DD. Katsuki. Oh ja. Oh, nicht weiter nach vorne. Belfast. Ich bin jetzt zurückgefahren, ich bin vorgefahren. Wenn du jetzt wieder vorfährst, dann gebe ich dir da rein. Bremst schon! Ignite now! Du dummes Stück Scheiße! Ja, ich würde schießen, aber. Ja. Ich würde jetzt gerne Torpedos abfeuern. Ich muss jetzt smoken. Weil bis ich wieder drin bin, bin ich tot. Oh! Siehst du, schon drauf geschossen. Kommst du ja noch rein in den Smoke? Ja, komm mal. Gott. Da steht die Miyoko. Offen und zu.
Props. Wenn dein Hydra ausläuft, gib Bescheid. Ja, ist gerade eben aus. Okidoki, Hydra geht. Was für ein Chaos. Eigentlich sollten wir uns von hier jetzt verpissen und hinten hochfahren. Irgendwie. Wie gesagt, mit Flugzeugträger ist das scheiße mit der D-Spotten. Da wird. Ich habe gesehen, dass der Flugzeugträger auf mich getaubt hat. Ja, ja, ja. Die alle unter mir weggeschwommen sind. Ja, das hast du sehr gut gemacht. Hast du eingelenkt, oder? 10 Sekunden habe ich auch wieder Nebel. Oh. Da kommen wieder Torps. Ja, Miyoko, die waren ja nicht lang. Fidschi. Das sind ja am Berg alles zu. Kleine Pensacola. Ja, nochmal Torps. Ja, das sind, müssten die von der Miyoko sein, oder? Die müssen auch aus. Ah, das sind neue. Akatsuki, die könnten ankommen. Ne, die doch aus. So, Radar ist auch wieder bereit, aber. Nicht einsetzen. Was nehmen Yoko? Ich hab wieder Nebel ready. Ja, 96 Sekunden noch. Ich komm ein bisschen nach vorne. Du musst einsetzen, wenn du meinst, du brauchst es. Dann komm ich einfach. Ja, ich kann jetzt wunderbar mit AP auf die Miyoko ballern. Ja. Jawoll. Und schön. Da ist sie raus. Fidschi steht da hinten einfach hinterm Berg. Ah ja, und auch dort sich auswählen. Ich probiere mal die zu cappen. Aber muss eigentlich nicht. Nicht so volles Risiko. Da hast du halt überhaupt keinen Support, Adria. Also wenn du jetzt drauf gehst, dann. Ich würde hier bleiben. Fidschi fährt los. Dreht hoch rechts. Meine Hydro ist aus. Bleibt stehen. Ich kann 21 Sekunden kann ich zünden. Ja. Das sollten wir überbrücken können. Problem ist, unser Team fällt ein bisschen auseinander. Weg. So, Hydro ist wieder bereit. Ich habe keine Ahnung, wo die anderen 2 DBs sind. Achtung, Träger kommt. Wir kommen zu Hadrian. Ach, fahr ich da jetzt auf? Ja, ich fahr da auf. Oh. So, Duke of York brennt. Oh, offen. Wenn die Colorado. Da ist die Akatsuki. Da ist die Akatsuki. Ring. Jawohl, raus. So, Tukov, ja, bitte nicht schießen jetzt, danke. Ich würde gern. Ich war so scharf auf den Torpedo Run auf die Duke. Da hinten kommt eine Bayern rum. Wieder hin. Die will in den Cap oder was? Die will echt in den Cap? Duke aber auch, schau das an. Ja. Und ich positioniere mich jetzt daneben an die Insel und dann gibt's Feuer. Gut, der König geht raus. Hoffentlich von mir, hat mich nicht getroffen. Nee, schieß nochmal drauf. Oh, okay. War noch da hinten rum. Da ist irgendwo was, ja. Ja. Müssen wir uns danach annehmen. Ah, Torps, wunderbar.
Träger. Sehr gut, Träger. Ah, zu viel. Ich habe noch keinen Schaden gemacht. Ich auch nicht. Nicht gut. Sehr gut, Hadrian deckt auf. Der Duke neben kommt schon rum. Ja, schön breit. Ich weiß nicht, was sie will. Die bremst. Sie will zurück wieder, ha? Huh? Mach mal Hydro an, ich habe ein bisschen Angst vor Torpedos. Ich fahr zurück. Da, anmachen für Flugzeuge abfangen. Geht raus jetzt, hat die brennt Raune. So. So, hätten wir da schon mal gut aufgeräumt. Gerne dahin. Oh, Penzer. Die hab ich nicht gesehen. Wenn du abbremst, kann ich smoken. Ah, okay, die Schosch ist ja auch noch da. Na gut, da gibt's aber Torpedos ohne Ende. Oh ja, oh Mist. Aber ich komm raus, ich komm raus, ich komm raus, ich komm raus, ja. Die Schosch war leid. Wupp, wupp. Ist der Sound auf der Police? Wollten wir eigentlich dieses Star Wars Ding für die Torpedos runter, also rauf machen, aber irgendwie funktioniert das nicht. Das ist ein fetten Alarm-Sound. So. Wie ich auf der Flugzeugstaffel da rumkaue und kein einziges Flugzeug geht runter. Ja, Mann, jetzt können wir. Eins. Aber schon lustig, wie die einzeln in das C-Cap fahren. Ich weiß nicht, warum sie das machen. Da muss es was geben. Oh shit, jetzt zeige ich Breitseite. Ich riskiere, ich glaube, schauen, ob sie mich deletet. Nein, sie schießt mit Haie. Dann ist alles gut. Dankeschön, King George. Ich habe auch wieder Smoke gezündet. Bremst? Ja, wenn mein Torpedo ist. Aber wie viele Kilometer waren die eben weg? Ah, da ist sie ja wieder. Da ist sie ja wieder. AE finde ich voll okay. Finde ich auch. Ole, 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 ole. Ah, scheiße, jetzt wird mich der Flugzeugträger rausnehmen. AE finde ich okay. Ah, ich riskiere mal. Ja, ich hype. Besser ist besser, ja, das sind sie. Oh, sorry. Wieso? Kein Problem. Du fährst raus, oder? Du Vollgas hast. Fahr raus, ja. Weil da ist was im B drin. Ja, die Fidschi. Lass uns die Fidschi holen. Leute, irgendwie sind alle von uns gestorben. Mhm, ich seh's grad. Nein, Adrian, noch einen Kill, dann hättest du den Kraken gehabt. Ja, bis der Flugzeugträger. Der ging dann auf. Oh, da ist ihn. Da ist ihn. Lass uns erst die Fidschi erledigen, oder? Und dann die Gäde. Ich bin offen, das heißt, ja, die Idee ist hier irgendwo. Ja, ja, da, da, so wird sie sein. Er ist gleich wieder rausgefahren. Da gibt es jetzt die. Ja, die ist in C drin. Ja. Nein, in D ist sie drin. Meine ich doch. Das habe ich auch immer. Ich denke was und will was sagen und dann alles scheiße, weil ich was anderes sehe und püff. So, Hydro läuft. Sehr gut.
Torpedos are stern. Ich hab schon Torpedos. Das ist ja auch weg. Torpedos are stern. Fidschi, wo bist du? Aufpassen mit der Colorado, weil ein Schuss, eine Salbe, wir sind weg. Da ist er. Da ist er. Oh, die will auf Torpkurs gehen. Also bloß die Frontkanonen, ne? Das Problem ist, du drehst jetzt genau in die Richtung. Aber ich kann jetzt nicht torben. Ja, ist egal, ich lasse dir das. Ich schieß nur frontal drauf. Ich muss nicht torpen, ich nimm's doch mit Haie raus, ist kein Thema. Colorado ist übrigens rechts. Ich torpe nicht mal, weil das hat keinen Sinn hier. Oh, Colorado hat die Feuerpassung. Da, jetzt gehört sie dir. Gönn dir. Da. Colorado in 10 Kilometer, die fährt aber hin in die Insel. Versuchst du das mit der Colorado? Ich gehe hinter und versuche Ding zu holen, die Gate rauszunehmen. Ah ja, ich habe ein bisschen Angst, muss ich sagen. Da kommt der Flugzeugträger. Aber Colorado würde ich mal jetzt nicht anlegen, du. Ich würde lieber... Mein Nebel ist jetzt komplett aus. Wieder Richtung C, da ist ja die Idee drin. Ja, mach ja, ich. Ja, ich kann in Richtung C fahren, weil da ist die Colorado. Bin offen. Cap. Da ist die Saipan. Fest drauf. Das ist gut, da feste drauf. Boah, nicht getroffen. Colorado ist gleich rum. Sehr fast. Fahr nach rechts. Brennt. Warum geht sie nicht rauf? Ich bin direkt daneben. Ich will da sie ist verpissen. Die Gäse. Surprise, okay. Motherfucker! Surprise, Gator! Ah, die deletet mich aber, oder? Ja. Konnte ich nicht mal ausweichen. Aber Zerstörer ist raus. Ja, ist so lächerlich, ey. Unser Colorado ist... Der war so ein nutzloses Stück Scheiße, ey, da hinten. Der hat reingedacht. Weißt du, als die Gede rausgegangen ist, hüpfte mein Herz, ah, das wird doch ein Sieg. Und dann in dem Moment ist dann unser letztes Schlachtschiff weg. Vorsicht, hier ist die Colorado. Ja, ich weiß. Aber die fährt außen rum. Weil die steht, die fährt jetzt rückwärts, die kann nicht weg. Aber torpen kannst du nicht, ne? Doch, aber ich muss jetzt hydroakustische Suche machen, weil ich habe Angst vor der Gede. Ne, die geht jetzt raus. Ah! Okay, ja, da ist gut. Pass lieber auf die Torpedobombe auf. Ah, 1-2 kann ich schon fressen, das ist kein Problem. Ja, aber ich kann wow, ist gerade scharf geworden, ne? Was für ein Glück. Achtung, Colorado steht, du schießt Breitseite. Ja, aber ich weiß nicht, ich muss ausweichen. Ja, klar. Also, die fährt so schelch zurück. Da. Noch einmal und dann ist er raus. Sehr gut. Und gedodged, wunderbar. Wir haben 936. Musst du dich nur noch verpieseln. Frage ist, in welche Ecke kommt die scheiß Colorado? Die wird da hinten rumfahren. Ja, aber da stehen bleiben. Links oder rechts fährt sie raus? Stell dich da an die Insel ran, da kannst du dich am wenigsten sehen. Na, ja, weißt du was? Ich kann ihm klicken. Ich habe ja... Smoke. Ich habe Smoke. 1 Minute 20. Ja, das, dann zündet ihn jetzt. Weil die steht nämlich da, hundertprozentig. Da ist er. Oh shit, das Aua. War's. Das... André. Smoke! Und nicht schießen. Nein, natürlich nicht. Wobei, vielleicht könnte ich sogar. Moment. Nein, Quatsch. Nein, aus. Abfeuern nein. Eines Hauptgeschützes. Nein, braver André. Moment, ich muss nachschauen. Wo steht im Nebel? Steht auf nicht. Auf H, oder? Ja, ich weiß, aber können wir zu Wasser abfahren?
im Nebel. 5,4 Kilometer. Das wäre mir zu knapp. Jawohl, wir haben es. Sieg. Boah. Boah. Eben die Frage war, kommt sie links rum, kommt sie rechts rum? Aber Gott sei Dank. Also irgendwie ist das gesamte Team verreckt. Und ihr seht es ja mal wieder, erster, zweiter, dritter Platz. Ist das nicht traurig? Ja, schon, aber auch schön. Auch schön. Was hat denn unser Fabuki gemacht? Es hat eine Monster-Division, was soll man sagen? Fabuki ist gleich als erstes geplatzt. Ah, okay. 30 Sekunden, dann war sie weg. Schnelles Spiel. Ja, kann man machen.